Also ganz ehrlich, der heutige Prompt, der stresst mich so ein ganz kleines bisschen. Kennt ihr das, wenn euch etwas stresst, aber aus positiven Gründen? Ich habe das Gefühl, ich bin gestresst, weil ich nicht imstande bin, ein ganzes Küchentuch abzureißen, sondern nur ein halbes. Das fängt ja schon richtig gut an heute. Das Gefühl, ich bin gestresst, weil ich zu viele Ideen habe. Und wenn ich zu viele Ideen habe und mich nicht entscheiden kann, dann macht mich das wirklich richtig grantig. Ich möchte das hier heute so ein bisschen rauslassen. Da müsst ihr jetzt durch. Heute hier an einem weiteren Tag von Defamember 2023. Herzlich willkommen, ich bin Luise Heinzel. Und heute lautet der Prompt Freundschaftsarmband. Zusätzlich hoffe ich natürlich auch, dass ihr ein schönes Wochenende hattet und an den drei videofreien Tagen euch vergnügt habt, auf welche Art und Weise auch immer. Die Famaramba ist eine Collaboration mit Barbara von 49 Dragonflies. Und wir zeigen euch im Dezember Ideen für Ephemera für eure Junk Journals. Das heißt also, wenn du jetzt hier ein Video auf meinem Kanal siehst, findest du gleichzeitig auch ein Video auf Barbaras Kanal. Sie zeigt dir dann da eine weitere Idee zum heutigen Prompt. Ich möchte ein Freundschaftsarmband machen, was in meinem Journal drin ist. Und das war auch schon genau mein Problem, weil ich hatte auch noch 117 andere Ideen, wie man das machen könnte, dass es außen am Journal ist. Man könnte das zum Beispiel, also das, was ich hier jetzt heute mache, das könntest du auch als eine Art Dingeldangel machen und dann außen an dein Journal dran tun. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich möchte es aber hier drin haben, weil, ja, wisst ihr, das hat eigentlich gar nicht so, ich kann es gar nicht so richtig begründen. Ich möchte es einfach hier drin haben. Ich habe mir das jetzt so überlegt. Ich glaube, das ist auch deshalb, weil ich einfach so viele verschiedene Ideen hatte, dass ich mir gedacht habe, du musst dich jetzt mal für irgendwas entscheiden. Und wenn man sich dann für etwas entscheidet, dann kann man nicht unbedingt mehr sagen, warum man sich jetzt dafür konkret entschieden hat. Wisst ihr, wie ich meine? Und jetzt möchte ich mit dieser Schablone, die ich, wie ihr seht, noch nie benutzt habe, weil ich die neu habe, auch nochmal drüber sprühen. Diese Schablone kommt vom PM Artist Studio. Patricia und Mariah, von denen habe ich euch schon öfters mal erzählt im Laufe von Defamaramba, at PM Artist Studio. Die sind auf Instagram, Facebook, YouTube, die machen auch regelmäßig Livestreams, auf Englisch allerdings. Also, falls ihr Englisch versteht, dann könntet ihr da mal vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Und wir haben auch einen Promo-Code bekommen für Defamaramba. Den findet ihr unten in der Infobox. Das heißt, wenn ihr in deren Shop euch zum Beispiel eine Schablone oder einen Stempel oder mehrere kaufen wollt, dann könnt ihr ein bisschen sparen, indem ihr den Code verwendet. Und ich möchte jetzt dieses coole Maßband hier verwenden, um so eine Art Grundlage für mein Freundschaftsarmband zu machen. Und auf diese Idee mit dem Maßband bin ich gekommen durch dieses Armband, was ich öfters mal trage. Das ist auch von Tim Holz. Und habe ich mir gedacht, man könnte doch vielleicht, ich schneide mir mal gerade hier so ein Stück ab davon, das hier so benutzen. Und außerdem möchte ich dann noch als Hauptelement sozusagen für mein Armband Puzzleteile verwenden. Weil ich denke mir, eine Freundschaft ist wie ein Puzzle. Warum ist denn das hier so blau? Und bei einer Freundschaft puzzeln sich ganz viele Einzelteile irgendwie zusammen, sodass diese Freundschaft überhaupt existieren kann. Jeder bringt so ein bisschen was mit und dadurch ergibt sich die Freundschaft, dadurch, ja, dass man zusammenpasst, wie Puzzleteile zusammenpassen, ergibt sich eine Freundschaft, oder? Und außerdem sind die Puzzleteile für mich auch Symbol für das, was wir in unserer Community haben. Denn in unserer Community sind so viele Freundschaften schon entstanden, die niemals entstanden wären ohne diese Community und ohne Junk Journaling oder, sagen wir mal, Papierbasteln im Allgemeinen.
Ich weiß, hier gucken auch einige Leute zu, die keine, nicht notwendigerweise Junk-Journaler sind. Aber das ist auch völlig wurscht, was man tut. Und das ist auch das Coole daran. Auch die Leute, die kein Junk-Journaling machen, gehören dazu und finden in einem Junk-Journal-Kanal Inspiration, in einer Junk-Journal-Community Inspiration. Genauso wie es umgekehrt auch passiert, dass man als Junk-Journaler in der Kartenbastel-Community zum Beispiel, nur als Beispiel, Inspiration findet. Und das ist so wie einzelne Puzzleteile, die sich dann zu einem Ganzen ergeben und wo man dann wie so einen Weg zusammengeht. Versteht ihr mein Symbol dahinter? Jetzt habe ich mir gedacht, ich möchte diese Puzzleteile jetzt auf dieses Armband drauf machen. Und ihr seht schon, ich habe die ein bisschen versetzt hingelegt, weil ich möchte von diesem Stück hier auch noch was sehen. Und ich bin jetzt am Überlegen, ob ich entweder ein zweites davon, das könnte man natürlich auch machen, ne? Zwei so aneinander und dann so das in der Mitte so draufsetzen, damit man möglichst viel davon sieht noch. Ich finde das eigentlich ganz cool. Wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Ich gehe zu meiner Nähmaschine und nähe diese beiden Teile mit einem Zickzackstich einmal so aneinander. So, ich habe mir das Leben jetzt hier ein bisschen leicht gemacht. Ich habe ein relativ großes Stück Stoff genommen. Das ist so ein Kissenbezug gewesen, damit ich das ein bisschen leichter handeln kann. Und diesen Kissenbezug, den kann man recht leicht reißen, sodass ich jetzt mir hier das abreißen kann, was ich nicht haben möchte. Und ihr seht schon, ich habe mich auch gegen, oh nein, gegen Zickzack entschieden, weil ich glaube, dass das ein bisschen zu unruhig aussehen könnte. Und für diese Idee wollte ich auch gerne etwas machen, was man sowohl in sein Journal tun kann, als auch tragen. Und das war auch so eine Sache, wo ich gedacht habe, wie kann ich das denn bitte bewerkstelligen? Denn wenn man jetzt in seinem Journal was macht, dann kann man Papier verwenden, man kann Pappe verwenden und so weiter. Wenn man das allerdings anziehen will, dieses Armband, dann müsste man da vielleicht einige Dinge etwas anders machen. Und ich wollte das gerne genauso haben wie bei den Ohrringen, die wir neulich gemacht haben. Erinnert ihr euch an die Pilzroboter? Da habe ich doch so Ohrringe gemacht, ne? Die sind ja in meinem Journal drin und die sind aus Papier. Aber man kann das auch so machen, und das habe ich euch hoffentlich ausreichend genug erklärt in dem Video, dass man die tatsächlich auch anziehen kann. Ich habe die Ohrringe aus Die-Cuts gemacht, wenn man da jetzt einfach mehrere Schichten aufeinander klebt von dem Papier und das vernünftig versiegelt, dann kann man das auch nicht in eine Waschmaschine schmeißen, ja, dann ist es auch kaputt, ist logisch. Aber man könnte es theoretisch so stabil machen, dass man es tragen kann. Und das habe ich jetzt hier mir gedacht, möchte ich sie hier so auch haben. Deswegen habe ich hier Stoff dahinter gemacht, sodass man jetzt theoretisch, da müsstet ihr euch dann natürlich die Länge an euren Arm anpassen, logisch. Ich habe es jetzt hier an die Seite angepasst, aber ob man es an die Seite anpasst oder an seinen Arm, das kommt ja aufs Gleiche raus. Weil, ne, dann könntet ihr das jetzt theoretisch, ich muss das mal gerade ein bisschen hier an meinen Busen quetschen, dass das hier so ist, könntet ihr das jetzt theoretisch auch so tragen. Und auch wenn die anderen Teile später da drauf sind, dann sollte das trotzdem noch gehen. Das wäre mir jetzt persönlich ein bisschen zu breit für meinen Arm, aber für mein Journal ist das ganz gut. Wenn ihr jetzt das für euren Arm macht und euch ist das zu breit, dann könnt ihr ja einfach ein schmaleres Stück hier nehmen, ne? So. Und falls ihr euch denkt, das hier mit diesem Maßband finde ich ganz cool, aber ich habe kein Maßband. Mit den Puzzleteilen finde ich eigentlich ganz cool, aber ich habe keine Puzzleteile. Dann hilft euch vielleicht dieses Freebie weiter, was ich für euch gemacht habe. Das könnt ihr auf meiner Homepage herunterladen. Der Link ist unten in der Infobox. Da habe ich euch hier ein paar so neutrale Puzzleteile gemacht. Ich habe die bewusst so groß gemacht, dass man sie leicht ausschneiden kann. Ihr könntet das natürlich auch kleiner ausdrucken. Hier habt ihr Maßbänder und ich habe euch hier noch so eine Erde hingemacht, weil ich mir gedacht habe, Freundschaft in unserer Community findet statt über die ganze Welt verteilt. Deswegen habe ich gedacht, das wäre ein cooles Symbol und ich möchte auch hier später noch etwas dazu auf meine Seite machen. Falls ihr noch andere Sachen einbauen wollt, außer Puzzleteile, könntet ihr hier diese Kreise verwenden. Ich hatte die so gedacht, dass man die auch ausschneiden und embossen zum Beispiel könnte oder mit Glossy Accents so ein bisschen in so ein kleines Charm oder sowas verwandeln könnte. Ich weiß noch nicht, ob ich sowas heute hier verwenden werde, aber ich wollte, dass ihr sowas zur Verfügung habt. Und ich habe euch hier den Effi auch nochmal hingemacht, dass der so klein ist, dass der auf eins der Puzzleteile passen könnte, wenn ihr das ausschneiden wollt und ihr wollt vielleicht den Effi noch mit an euer Freundschaftsarmband machen.
hoffe, das gefällt euch und ich hoffe, ihr könnt irgendwas damit anfangen. Außerdem möchte ich gleich durch diese Puzzleteile durchnähen, um die da drauf zu befestigen. Und deshalb werde ich die alle spalten und in etwa in der Mitte halbieren, also ne, die Hälfte der Lagen hier runterrupfen. Dann nehmen wir uns die und ich möchte die jetzt embossen mit Gold. Und dann möchte ich da so eine kleine Patina drauf machen. Ich habe mir jetzt hier schon mal mein goldenes Embossing-Pulver rausgeholt. Dieses ist von Ranger und das ist das normale. Das ist nicht das super fine Detail, sondern einfach das normale goldene Embossing-Pulver, weil ich mir gedacht habe, ich will versuchen, das so hinzukriegen, dass man Struktur sieht. Und jetzt denke ich gerade, wenn ich da jetzt Embossing-Tinte drauf mache, dann könnte es passieren, dass wir die Pappe dadurch sehen. Das will ich natürlich wiederum nicht. Das will ich auf gar keinen Fall. Deswegen machen wir so. Wir nehmen ein bisschen Acrylfarbe. Irgendwas Dunkles. Habe ich hier mal gerade Ground Espresso gegriffen. Ich denke, das könnte auch ganz gut zu den anderen Farben passen. Und die pinsel ich mir jetzt einmal gerade da drauf, sodass, falls beim Embossen etwas durchscheint, es nur das Braun hier von der Farbe ist, aber nicht die Pappe von den Puzzleteilen. Und dann könnte man ja eigentlich auch versuchen, die Klebekraft dieser feuchten Acrylfarbe jetzt zu benutzen, um das zu embossen, anstatt Embossing-Tinte. Was halten wir davon denn? Das wäre doch auch nicht, gar nicht so eine schlechte Idee. Das werde ich mal probieren. Und sollte das nicht funktionieren und zu wenig haften bleiben, dann kann ich immer noch eine zweite Schicht darüber machen. Aber vielleicht schaut das sogar noch interessanter aus, als wenn man das jetzt einfach nur in Anführungsstrichen ganz normal embosst. Gucken, wie viel da hängen bleibt. Oh, alles. Okay, das ist noch feucht genug, dass es komplett hängen bleibt. Schauen wir mal, ob das bei allen so ist. Scheint ziemlich so zu sein. Ich suche die mal hier raus. Ich meine, you get what you get. Und das ist oftmals auch ganz gut so, dass man kriegt, was man kriegt. Weil, guckt euch mal bitte das an. Ich glaube, alle meine Überlegungen waren ganz gut in die richtige Richtung. Zum einen ist das nicht so glatt, dadurch, dass die Pappe so rau war. Und zum anderen seht ihr hier Stellen, wo tatsächlich der Untergrund durchkommt. Boah, entschuldigt bitte meinen dreckigen Finger. Da, wo das Braune ist, ne, da ist kein Embossingpulver, beziehungsweise hat sich das beim Embossen so ein bisschen weggezogen. Und da sehe ich jetzt die braune Farbe durch. Und das war schon eine ganz gute Idee, das anzumalen vorher, glaube ich. Dadurch, dass wir diese Textur da drauf haben, können wir jetzt relativ leicht eine Patina da drauf machen, denn das ist das, was ich jetzt tun möchte. Dafür nehme ich mir Peacock Feathers und Tumbled Glass Distress Crayon. Also, wir fangen hier mal mit der helleren Farbe an. Und das möchte ich jetzt aber ganz dezent nur haben. Das mache ich jetzt genauso wie in dem Video mit den Ohrringen. Gehe hier so drüber. Dann mit der anderen Farbe. In dem anderen Video erkläre ich euch das ein bisschen ausführlicher, wie ich das mit der Patina mache. Falls ihr das nicht gesehen habt, könntet ihr euch das noch zu Gemüte führen, wenn ihr möchtet. Das Video befindet sich natürlich auch in der Defamaramba Playlist. Allerdings könnte das noch ein bisschen mehr was Dunkles vertragen. Deswegen habe ich jetzt hier Ground Espresso Crayon. Das ist sehr matchy-matchy. Ich mag normalerweise matchy-matchy. Mag ich das in diesem Fall auch? Es gibt hier eigentlich nur zwei Optionen, dieses Problem zu lösen. Die erste Option ist, dieses untere Teil dunkler zu machen, sodass die Puzzleteile besser rausstechen. Oder die Puzzleteile dunkler zu machen und den Hintergrund aufzuhellen oder so zu lassen. Da dieses Weiß mir viel zu ungrungy ist und ich eigentlich auch nichts auf diese schönen Puzzleteile hier drauf tun möchte, was sie verändern würde, und dann gefallen sie mir möglicherweise nicht mehr. Ich habe mich jetzt entschieden, das anders zu machen. Und zwar das hier zu nehmen
und mit Walnut Stain ein bisschen drüber zu sprühen. Aber erstmal machen wir ein bisschen Wasser drauf. Wisst ihr, wenn man irgendwas trocknen lassen muss, ne, dann kommt man manchmal auf eigenartige Gedanken. Und ihr werdet jetzt hier Zeuge eines wahrscheinlich einzigartigen Ereignisses. Sie trinkt einen Kaffee. Ho, was soll da dran einzigartig sein? Es handelt sich dabei um diesen Kaffee hier. Den habe ich in einem Happy Mail bekommen. Bones Coffee. Vielleicht erinnert ihr euch an den Fünf-Teile-Tausch mit Juliana Michaels. Da hatte die mir so einen Bones Coffee Sticker geschickt. Und eine Zuschauerin aus Amerika war einfach die überraschendste Person des ganzen Jahres, würde ich mal sagen. Plötzlich hatte ich einen Happy Mail mit einigen von diesen Bones Coffee Tüten, also mit Inhalten. Das habe ich jetzt gerade in meine Kaffeemaschine reingetan. Jetzt habe ich mir gedacht, das trocknet hier, ich brauche einen Kaffee. Das probiere ich jetzt mal aus. Und meine Bohnen waren gerade leer. Und da habe ich mir gedacht, ne, das nimmst du jetzt hier mal. Und jetzt musste ich das unbedingt hier, kauft euch das. Ich habe noch keinen Schluck genommen, kauft euch das. Das riecht so krass, das könnt ihr überhaupt gar nicht glauben. Dieses heißt French Toast. Dieser Kaffee hat einen Geruch. Das ist absolut krass. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Alter Schwede. Und dann muss ich jetzt noch dazu sagen, da waren vielleicht noch drei, fünf Bohnen in meiner Kaffeemaschine unten drin, bevor ich jetzt die reingetan habe. Also ne, kann ja nicht einen Staubsauger holen und die raussaugen. Ich habe so einen Jura-Kaffee-Vollautomaten. Dadurch vermischt sich natürlich jetzt ein kleines bisschen der Geschmack mit den Bohnen, die ich vorher drin hatte. Aber das ist ja der absolute, das ist ja der helle Wahnsinn. Und guckt euch mal bitte die Verpackung an. Ist die Verpackung nicht einfach nur geil? Puh, das lässt mich hier hoffen. Weil ich war nämlich jetzt gerade irgendwie ein bisschen verzweifelt. Ich war ein kleines bisschen verzweifelt, weil, guck mal, ich habe ja hier, ohne dass ich nachgedacht habe, sechs Puzzleteile genommen. Und für das, was ich eigentlich machen will, ist eine gerade Anzahl von Puzzleteilen eigentlich ziemlich blöd. Oh, das riecht so fantastisch, ey. Oh, kauft euch das. Das riecht so fantastisch. Und nein, ich krieg nichts dafür, dass ich das sage. Das ist meine vollste Überzeugung als Kaffeeliebhaber. So, das sind sechs Teile, ne? Die heben sich jetzt schon besser ab als vorher. Aber ich wollte eigentlich diese Blume hier von Barbaras Umschlag da drauf machen. Sie hatte mir ja, das hattet ihr in einem der anderen Videos gesehen, diesen kleinen Effi hier geschickt. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, ob das Schrumpffolie ist, mit der sie das gemacht hat, aber ich denke schon. Und ich möchte den in meinem englischen Video verwenden, weil ich habe den halt nur einmal und ich muss mich irgendwie entscheiden. Das war auch noch so ein Dilemma mit diesem Prompt, was mir vorher wirklich Kopfzerbrechen bereitet hat. Ich kann den ja nicht irgendwie durchschneiden, ich kann den nicht kopieren, ich kann den nicht rekonstruieren, so wie er hier ist, weil ich habe keine Schrumpffolie. Ja, so, also musste ich mich irgendwie entscheiden, wie ich das mache. In dem englischen Video werdet ihr sehen, wie ich den irgendwie hier integriere in das Armband. Also wenn ihr das anschauen wollt, schaut euch bitte das englische Video von heute an. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich möchte aber trotzdem etwas hiervon in das hier integrieren. Und da habe ich an diese Blume gedacht, die ich hier jetzt mal vorsichtig aboperieren möchte, weil ich möchte etwas von diesem Geschenk der Freundschaft von Barbara hier drauf haben. Und wenn wir den Effi nur einmal haben, warum nehmen wir dann nicht diese Blume für hier? Das Einzige, was mich jetzt hier ziemlich nervt, ist, dass die nicht mittig sitzen kann, weil oben jetzt zwei und unten drei Puzzleteile sind. Das nervt mich ein bisschen. Und die ist auch so groß, dass man das Puzzleteil darunter gar nicht mehr sieht. Das wiederum heißt im Klartext, wenn ich sie dahin machen möchte, und vielleicht versteht ihr jetzt auch den Zusammenhang mit dem Hintergrund und den Farben, die ich hier verwendet habe, denn diese Blume, die passt hier jetzt farblich gut dazu. Aber vielleicht machen wir das einfach so, dass wir einfach ein Puzzleteil weglassen. Dann habe ich noch hier so ein kleines Döschen mit allem möglichen Zeug. Ja. Um hier zu finden, was ich suche, muss ich erstmal gerade hier ausschütten, weil ich habe hier auch noch so kleine Teile. Ih, das passt aber gar nicht dazu. Wo ich gedacht habe, die könnte man da in die Mitte setzen, dass das noch so ein bisschen anders aussieht.
Das da könnte man zum Beispiel platt quetschen oder man kann natürlich auch gleich ein platt gequetschtes nehmen. Dieses hier zum Beispiel. Das ist einfach so ein kleines Metallblümchen. Das ist im Übrigen das gleiche, wie ich an den Ohrringen gemacht hatte bei den Pilzroboter-Ohrringen. So, und dann könnte man da so ein kleines Mini-Brad reinmachen, habe ich gedacht. Und außerdem sollten sich, ah ja, in diesem Teil auch, dieser Dose, auch solche Dinger hier befinden. Ich vergesse immer, wie die heißen. Da kann man so Stoff einklemmen oder irgendwelche Bänder oder so. Dann kann man diese zusammenzwicken. Und ich möchte das oben und unten hinsetzen und dann später an der Seite festmachen, sodass das wirklich aussieht wie ein Armband. Und außerdem, ach so, die sind aber gar nicht hier drin, habe ich dann auch noch, jetzt weiß ich aber nicht, ob die zu groß sind. Oh, guck mal, ich habe auch noch sowas hier. Schaut das vielleicht sogar besser aus? Das gefällt mir ja sogar besser als dieses komische filigrane Ding. Was ich hier eigentlich gesucht hatte, waren diese Sterne. Die haben so Zacken hinten. Wenn ich noch mehr rausnehme und zwei Sterne hier hinsetze. Das schaut jetzt ein bisschen seltsam aus, weil die noch nicht reingepiekst sind. Das ist jetzt alles andere, als was ich vorher in meinem Kopf hatte. Das sind jetzt viel weniger Puzzleteile, als ich eigentlich verwenden wollte. Aber who cares? Wenn ich das so gut finde, warum sollte ich das dann nicht so machen? Es ist bloß die große Frage, wie finden wir die richtige Position für die einzelnen Teile? Denn ich möchte durch die Puzzleteile durchnähen. Ich muss mir irgendwie die Dinger da befestigen. Und das ist auch nicht schlimm, wenn sie nicht mittig befestigt sind. Diese Klemmen, die ich jetzt hier gerade genommen habe, die sind nicht lang genug, aber das macht nichts. Für die Position der Puzzleteile hilft mir das trotzdem, weil ich kann die ja später mittig schieben, wenn ich sie festnähe. Und dann nehme ich mir diese Sterne hier. Und ich weiß gar nicht, kriege ich die da jetzt so durchgepikst oder brauche ich dafür? Oh ja, das geht. Dann kommt dieses Ding noch hier rein. Und ich finde, wir könnten hier ruhig noch ein paar so Deko-Ösen setzen in Gold, so ein bisschen verstreut. Also Ösen, die nur dem Zweck dienen, dass es gut aussieht. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie so eine Vorstellung kriegen können, wie das gut aussehen könnte. Vielleicht so ein bisschen versetzt. Denn ich denke jetzt auch, wenn das dann später da im Journal befestigt ist, beziehungsweise an der Seite befestigt ist, dann könnte man diese Löcher, die jetzt hier entstehen werden, natürlich auch noch benutzen, um da irgendwelche kleinen Charms oder so dran zu hängen. Ich will mal wissen, wie das am Arm aussieht. Guck, dann könnte man das sogar so auch machen. Jetzt finde ich es gar nicht mehr so breit. Hey Leute, das ist gar nicht so blöd. So, was wollen wir denn hier? Wir wollen, dass das ein Bellyband wird. Also so, dass man was dahinter stecken kann. Deswegen möchte ich auch diese Teile, wo ist denn jetzt das zweite hin, da oben so dran machen und unten. Aber dieser Hintergrund, ne? Also ganz ehrlich, dieser Hintergrund, der geht mir gerade sowas von auf die Nerven. Und in Anbetracht der Tatsache, dass ich bei Freundschaft und insbesondere vieler meiner Freundschaften an verstreut auf der ganzen Welt denke, überlege ich mir, ich hätte mir das vorher schon mal hier zurechtgerissen, das ist hier von Barbaras Papiertüte. Wir machen hier draus eine Journaling-Karte. Und wenn wir dann vorher noch das abreißen und das da drauf kleben. Ja, pass auf, wir reißen das hier ab. Irgendwie verbindet das diese beiden Teile miteinander. Und dieses Ding hier, dieses Stück, ist auf meinem Freebie für euch, also die Alternative, weil ich kann euch nicht das geben. Dieses hier,
das ist jetzt irgendwie sehr weit hergeholt, vielleicht auf den ersten Blick. Freundschaft kann passieren auf der ganzen Welt und hat keine, also selbst wenn große Distanz ist, kann Freundschaft passieren. Deswegen die Welt, ja, diese Erde. Ich habe jetzt das hier ausgewählt, weil mich das hier an so ein Luftbild von der Erde erinnert. Das schaut für mich aus wie so ein abstrakter Kontinent. Ich sehe, das ist eine Libelle, aber wisst ihr, was ich meine? Das ist halt für mich irgendwie so ein Symbolwert. Das ist nicht, wer weiß, wie konkret. Aber das ist der Grund, warum ich euch auf dem Freebie diese Welt gemacht habe, weil ich euch dieses hier nicht geben kann. Und den klebe ich mir jetzt einfach hier hin als Hintergrund für die Journaling-Karte, die ich jetzt aus dem Briefumschlag da mache. Dafür nehme ich mir das, mache dieses Lose hier ab. Das kann man auch für was anderes verwenden. Und jetzt nehme ich mir einfach einen Kartenrolling, der groß genug ist, und nähe das da drauf. Jetzt habe ich es mir gerade anders überlegt. Ich nehme mir einen Briefumschlag als Kartenmattung. Das hatte ich neulich schon mal gemacht. Da hatte ich Barbara eine Karte geschickt und hatte auch die Karte auf einen Briefumschlag getan. Also der Briefumschlag war meine Mattung für die Karte. Da das hier ursprünglich mal ein Briefumschlag war, könnte man das doch eigentlich jetzt wieder so machen. Ist es später wieder einer, aber den kann man dann nicht aufmachen, sondern, also ihr werdet sehen, das ist dann hier zu. Das ist einfach dann die Rückseite und schaut ein bisschen interessanter aus zum Draufschreiben, als wenn es einfach ein normaler Kartenrolling wäre. Und dann wundert man sich erstmal hier so, denkt man sich so, hä? Aber das hier kann man natürlich auch noch als Tuckspot verwenden, ne? Also wenn man jetzt hinten drauf schreibt, könnte man hier noch was dahinter stecken. Man kann auch schreiben, drüber schreiben und dann was dahinter stecken, sodass man das dann erst wieder vollständig lesen kann, wenn man das rauszieht, was man da reingesteckt vorher hatte. Im Vergleich zu diesem Hintergrund ist das sehr blau. Und hier drin ist etwas, was da drin nicht ist. Hat sie neulich zu mir gesagt, oh, du hast Evergreen Bau, hat sie gesagt. Ja, habe ich, hier habe ich das. So. Und was machen wir damit, wenn wir das haben? Wir sprühen das hier so dezent auf unseren Tisch und wundern uns, warum die Flasche hier ausläuft. Also das habe ich auch noch nie gehabt. Nehmen wir noch ein bisschen Evergreen Bau Spray Stain dazu. Ich sprühe das jetzt so, dass da schon gleich so Pünktchen entstehen. Wasser. Bitte, danke. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir das da so reintunken. Ja, das bringt viel. Dann werde ich als nächstes mal. Also, jetzt muss ich aber wissen, wenn das da drin steckt, so, dann ist das ziemlich mittig, wo ich das jetzt dann befestigen muss. Ich werde das vorsichtshalber oben und unten einmal nähen und diese Dinger wirklich nur als Dekorationen verwenden und nicht unbedingt, dass das wirklich dadurch hält. Irgendwie kommt mir das ein bisschen sicherer vor. So, jetzt ist das da fest, ist ein bisschen schief geworden. Auf jeden Fall, so würde es natürlich auch von alleine halten. Also wenn ihr das machen wollt, ihr könnt das auch kleben oder nähen ohne diese Teile hier natürlich, ne? Also das geht ja auch. Aber ich möchte, dass man sieht, dass das ein Armband ist, was hier drin ist. So, also wisst ihr, das liegt hier so auf der Seite so drauf. Da ist das so. Und auch diese Löcher kann man natürlich jetzt noch benutzen, um da irgendwelche kleinen Dingeldangels oder so dran zu machen. Und was man auf jeden Fall auch noch tun muss, geht kein Weg dran vorbei, ist da so eine kleine Effi-Briefmarke auf den Umschlag zu setzen. Das ist gut. Und normalerweise wäre die Briefmarke doch wahrscheinlich so rum, ne? Weil man den Umschlag ja ursprünglich auch vermutlich so rum in der Hand hatte und ihr wisst schon. Das heißt, machen die erstmal ein bisschen alt. Dann kleben wir die da hin. Und dann stempeln wir das noch ab. Ach so, nein.
Ach du heiliger Wimmer. Ja, schaute so aus, als hätte Effi ein Bein. Also ein anderes. Also ich meine, guck mal, das ist jetzt ja voll der Zufall. Wie schaut das denn jetzt aus? Heiliger Strohsack. Okay, also das hier ist das Field Notes Stempelset CMS 396, Tim Holtz und Sampras Anonymous. Und ich dachte jetzt gerade, bevor ich das Bein da gesehen habe, wie wäre es, wenn ich das so abstempeln würde, dass das hier über diesen Fahrradkreis drüber geht, sodass man das Fahrrad eigentlich gar nicht mehr so richtig sieht und man dann aus dieser etwas hässlichen Briefmarke eine schöne Briefmarke gemacht hat. Ich meine, jede Briefmarke ohne Effi ist ein bisschen hässlich, oder? Seht ihr das auch so? Bin mal gespannt, wie das wird. Ja, seht ihr? Dann sieht man nicht mehr dieses Fahrrad so doll. Zumindest mal im hinteren Bereich. Und es sieht abgestempelt aus. Und vielleicht können wir hier noch so was Größeres drüber machen. Ebenfalls mit Stempel. Sodass dieser Kreis da unten von dem Fahrrad, also der andere Reifen von dem Fahrrad auch noch abgedeckt ist. Das funktioniert natürlich jetzt nicht ganz so gut wie mit dem ersten. Aber ich denke, dass das jetzt gar nicht so auffällt mehr. Ich glaube, ich will da noch irgendwas draufstempeln. Zwar mit einem Stempel, der recht viel Schwarz hat. Ich habe jetzt diesen hier ausgesucht. Das ist von Faded Type CMS 397. Auch von Stampers Anonymous und Tim Holtz. Barbara verwendet diesen Stempel recht häufig. Ich glaube, das ist auch hier eins ihrer liebsten Stempelsets. Ebenso eins meiner liebsten Stempelsets. Deswegen muss das jetzt gut werden. Das integriert sich auch ganz gut hier in dieses Gekritzel, was ich hier gemacht habe. Ich hatte einfach hier die Adresse durchgestrichen für das andere Video, wo ich das hier ausgepackt habe. Das ergänzt sich jetzt ganz gut mit dem Stempel. Und das schaut richtig gut aus, aber das ist noch zu wenig. Und das ist außerdem total auch schief. Da muss noch hier irgendwie auch was hin. Und vielleicht kriege ich das doch noch hin mit dem Fahrradreifen. So wird es bleiben. So wird es bleiben. Weil so finde ich das gut. Dann darf das wieder hier hinein. Und demnach ist das hier meine Interpretation des Prompts Freundschaftsarmband. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Inspiration finden und ich hoffe natürlich sehr, dass ihr Bock bekommen habt, euch auch sowas zu machen. Oder vielleicht habt ihr auch durch das, was ich hier fabriziert habe, eine ganz andere Idee bekommen. Das wäre natürlich auch cool. Wenn ihr das posten wollt auf Social Media, verwendet doch bitte den Hashtag DieFamRemba, sodass wir alle gegenseitig unsere Ergebnisse auch anschauen können. Und wenn ihr möchtet, dann sehen wir uns morgen wieder. Mit dem Prompt vergessene Snacks. Es gibt was zu essen morgen. Ihr Lieben, vergesst bitte auch nicht, bei Barbara vorbeizuschauen, um ihre Interpretation zu sehen vom heutigen Prompt. Und ich wünsche euch bis morgen alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bastelt euch was Schönes, vielleicht sowas. Tschüssikowski.